Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir sind jetzt ein bisschen, ja, gespannt. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Munition dabei. Dann haben wir hier drüben ja noch kein Geschütz, das ist aber okay. Ist auch noch nicht verquadratet, genau. Wäre dann so. Das in dem Fall so. Dann können wir überlegen, wenn da einer langläuft, dass die angehen. Dann machen wir hier eine links ausgelöst. Versorgungsdauer 5 Sekunden. Hier auch. So. Gehen die an. Und ansonsten würde ich sagen, müssen die ja so versorgt werden. Kann ich einfach das nehmen und da runter machen? Passt doch eigentlich, oder? Jo. Guck mal, wenn ich anmache. Wie viel ich verbrauche. Das geht. So. Dann noch mal schnell. Ich habe keine. Ich habe hier kein mit Dings da, ne? Kein. Doch, habe ich. Okay. Boah, ich dachte schon. Jo, der Rest bleibt da. Nochmal. Passt. 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 So, ich hoffe, dadurch wollen die nicht mehr den Boden kaputt machen. Die Wand. Sollte gehen. Ist es soweit? Wenn wir da ein paar Klingenfallen verlieren, ist auch nicht so schlimm. Ach so, die. Warte mal.
War natürlich falsch. Sollen ja gar nicht permanent gehen. Sollen ja. So. Dann verbrauchen die nämlich nur Strom, wenn ich sie wirklich brauche. Und dann laufen, wenn da welche vorbeilaufen, dann gehen die an. Gut. Dann würde ich sagen, die Hordennacht kommt. So. Dann geht's los. Du bleibst hier bitte. Danke. Das wird jetzt lustig. Weg damit, komm. Also die laufen jetzt leider irgendwie über die Mauer. Müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Kann ich von hier aus reparieren? Sehr schön.
dann kann ich die Stellung auch lange halten. Ja, ich würde sagen, die kommen da über die Mauer, dann müssen wir über die Mauer höher machen. Die denken halt, die Mauer überqueren ist einfacher und deswegen kommen sie über die Mauer, statt den Weg zu gehen. Aber das kriegt man hin. Ja, sieht doch hervorragend aus. Ich komme halt so gedamaged hier oben an, dass ich halt nicht mehr lange brauche für die. Aber jetzt kommen sie so langsam nach und nach. Ist so geil, wenn die da zurückfliegen, dann kriegen die von der Klinge in die Fresse.
War's das? Also, im Normalfall könnten wir jetzt noch eine Runde machen, weil das ist ja hier kein Problem. Ja, ich würde sagen, da ist alles tot. Ja, also wenn ich jetzt ausloggen würde, wieder einloggen würde, wäre tatsächlich die Horde wieder da. Aber wir sind ja nicht so. Bitte kommst du mal mit. Zack. Oh, hier ist alles noch da. Tippitoppi. Hier haben sie sich durchgeschlagen, weil das Holz war. Ja. Hier haben sie sich nicht durchgeschlagen. Die hat gut funktioniert. So. Ja, die hat kaum was verschossen. Müssen wir vielleicht so aktivieren. Da ist ja ein Sensor drin, der schießt ja nicht die ganze Zeit. Ja, Munition ohne Ende. Und eine Schatzkarte. So, da haben wir noch Schrotflintenbuch. Wir haben noch zweimal Fahrzeuge. Kennen wir schon, das kennen wir schon. So. Ja, dafür, ich habe eigentlich keine Munition verschossen. Eigentlich gar keine, ne? Also ich wüsste jetzt nicht. Ganz schön viele Rucksäcke, muss man sagen. So, warte mal. Das rein, das rein. Das rein zum Verkaufen. 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 Ja, gechillt, würde ich sagen. So. Und hier sind sie halt rüber gesprungen. Da müssen wir halt nochmal eine Wand drauflegen, glaube ich. Wir müssen hier noch eine Platte hin tun, dass wenn die hier drüber laufen, dann quasi Dings. Und wenn die hier reinlaufen, dass dann die Dinge angehen. Aber so grundsätzlich hat es gut funktioniert. Der ist leer. Tja, leg mal. Dann. Dann würde ich sagen, machen wir mal schnell noch die Ausgrabung. Dann lasse ich mal hier Munition da. Kann. Falls ich doch mal mit ohne Munition herkomme oder Munition Nachschub brauche, dann kann ich das hier ein bisschen bunkern. Das lassen wir auch hier. Das lassen wir auch hier. Kaufen. Hier, lass mal hier. Ja. Erbsen und so haben wir alles. Dosen. Ja, yeah, Dosenbutter.
Kaufen. Dann haben wir auch genug. Wobei, nein. Kann ich denn Militär jetzt mittlerweile? Milli? Glaube nämlich nicht. Ah, Stufe 2 sind es mittlerweile. Ahahaha. Wird langsam. So. Trinken. Was essen. Dann sind wir hier durch, würde ich sagen. Achso, den Generator sollte man vielleicht ausmachen. Wobei der natürlich jetzt nicht wirklich viel ziehen wird. Theoretisch macht er 2 Watt. Ja. Aber. Passt. So, einmal zum Motorrad. Ich würde sagen, das war erfolgreich wieder die Runde. Die war wirklich easy. Die war easy. Also wenn mir das Reh schon ins Motorrad läuft, muss ich es mitnehmen. So, was wir noch machen können, einmal ernten. Genau, dann machen wir noch schnell ernten. Ich hole noch schnell die Schatzkiste. Und dann... Schauen wir mal. Ein Smoothie. Können wir das tatsächlich wirklich verkaufen? So, das lassen wir hier. Gips. Und es ist hell. Gut. Dann haben wir hier ein bisschen was zu essen. Zack, zack, zack. Zack und zack. Zack. So, dann haben wir hier die Leckeres. Wir werden nicht davon so viel haben, aber davon werden wir mehr kriegen. Und Wasser. Und Wasser. Jo. Da feuert es noch ein bisschen. So, dann können wir ja nochmal so Schems ansetzen gleich. Gehen wir erstmal die Ernte einholen.
So. Dann einmal hier. Und dann das so machen. Also, wie viele Kartoffeln will ich anpflanzen? Erstmal haben wir 8. Das heißt, theoretisch haben wir genug für eine Reihe. Dann wollen wir mindestens nochmal 8. Da haben wir noch 43 Kartoffeln übrig. Vielleicht mal ganz hier. Dann haben wir Goldrute. Das würde ich mal drüben anbauen, auf der anderen Seite. Da drüben quasi. Zum Vervielfältigen. So, dann einmal so wäre. Und auch drüben hin. Eher die, ich sag mal, Nebenprodukte. Mais kommt aber hier drüben hin. Mais-Samen. Oh. Dann brauche ich mindestens mal noch 4 davon. Dann brauche ich noch mal 3 davon. 4 davon. 2 davon. So. Das ist quasi unten unsere Ernte. Hier oben sind unsere Pflanzen zum Anbauen. Gut. Dann würde ich sagen, wir fangen mit den Kartoffeln. Haben wir schon gemacht. Jetzt machen wir die Mais-Saat. So. Hier hinten haben wir doch noch Mais gehabt. Jo. Okay. Machen wir noch 5. Mais brauchen wir tatsächlich nicht so viel, weil immer genug. Was wir aber machen ist auf jeden Fall die Kürbisse. Dann die Aloe Vera. Drei. Kann man nicht? Okay, alles klar. Nehmen wir die beiden und dann ist. So. Gut. Den Rest hier drüben. Und das war's. So, tatsächlich ist das übrig, das ist gut. Mais brauchen wir jetzt vor allem für die ganzen Suppen. Zack, zack, zack. Dann nehme ich mir wieder Kartoffeln, Mais und so weiter raus. Denn wir haben ja hier Schemsuppen. Die machen wir jetzt auf jeden Fall. Schemsuppen. Das heißt, wir brauchen Wasser.
Zutaten. Mal kurz gucken. Da. Da brauchst du nämlich kein Fett. Weil Fett war ja schon in der Dose quasi. Macht 12. Sehr schön. So, gucken wir nochmal nach Wasser. Wieder ready. So. Zack. Guck mal, eins habe ich übersehen, weil das noch nicht fertig ist. Kurz vorm Fertigstellen. Hehe. Gut. Egal. Mach den Kohl jetzt nicht fett. Also. Das sieht gut aus. Wir haben echt viel Essen, wir haben echt viel Nahrung, wir haben echt viel Medizin. Wir sind also wirklich für nicht geskillter Kocher sind wir schon richtig gut. So, mal gucken. 45 Minuten. Hält natürlich nicht mehr. So. Zack, zack, zack. Achso, die Schaufel. Wir haben eine Stahlschaufel bekommen. Ne, eine Eisenschaufel nur. Die kann ich gleich mit verhökern. Dann verhökern wir sie halt. Und wir machen jetzt die Schatzkarte. Also, Schatzkarte. Die ist da hinten und dann können wir auch zum Händler U gehen. Und bestimmte Sachen dann verkaufen. Guck mal, das Reh, jetzt lasse ich jetzt in Ruhe. Ich habe genug Fleisch. Ziehen die Rehe wahrscheinlich magig an bei uns. Ich dachte schon, ich habe meine Werkzeuge zu Hause wieder. Aber die sind da. Eigentlich spare ich auf Solarzellen. Ah. Ein bisschen karg mit Antibiotika ist es schon. Wir haben kaum Antibiotika. So. Irgendwo hier. Links wahrscheinlich. Also meistens links.
Da ist sie. Ja, wie gesagt, es geht mit dem einfach besser, weil meine Ausdauer nicht so sinkt. Ich weiß auch nicht. So, dann kein richtiges Geld, aber immerhin Munition und 13 Silberklumpen. Ich würde sagen, wir fahren mal zum Händler. Stufe 3 abgeben. Befallen. Und schauen wir mal, dass er uns jetzt die entsprechende Belohnung gibt für die Stufe 4 Requests. Und vielleicht mal eine Befallene in Westen. Weil da ist nämlich da das Ödland. Ansonsten müssen wir mal ins Ödland fahren und die Stadt suchen. Da gibt es auf jeden Fall einen Händler. Wenn wir nicht schon den Händler gefunden haben. Ich glaube nicht. Nee. Handelsroute eröffnen. Auf jeden Fall können wir dort... Also wir wissen, wo er ist. Sagen wir es mal so. Müssen wir immer hinfahren. So, meine Lieben. Dann up to you. You must think you're pretty. Du gibst mir Stahl. Antibiotika. Ich nehme das Antibiotika. So, dann Inventar. Dann haben wir meine Drohne. Da hängt sie. So. Hast du irgendwas für uns? Den nehmen wir mit. Du hast aber nicht aufgerüstet, oder? Erst Tag 37. Er hatte aufgerüstet, sonst hätte er das Zeug nicht. Wir kaufen uns das alles, wir craften das nicht. Ich gehe nicht buddeln mit in der Folgen hier, in den Folgen. Das ist mehr als Quatsch. Tierfett, guck mal. Brauchen wir 1300. Aber wir haben uns gerade ein bisschen Geld verdient, dann geben wir es auch hier aus. Ansonsten brauchen wir nichts. Nö. Are we done here? Ja, are we done here? Gib mir noch eine Quest. Nordwesten, Befallene beseitigen. Die nehmen wir mal. Müssen wir eh dahin. Ich würde vorschlagen, einmal auftanken, einmal reparieren,
Und dann sind wir nämlich wieder leer, was unser Sprit angeht. Wir müssen jetzt mal anfangen, Sprit zu holen. Jüde kann immer mit. Oh, eine Horde. Oh, eine richtige Horde hier. Schrotflinten, Jagdgewehr. Das Jagdgewehr können wir verkaufen. Okay, erstmal so. Dann würde ich sagen, das brauchen wir nicht. Rein, das rein, das und das rein. So. Die nehmen wir mit. Munition spare ich mir mal hier so ein bisschen auf. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das auch. Das auch. So, und das wäre eher zum Verkaufen. Ich würde sagen, das alles, was ich verkaufen möchte, tue ich in die Drohne rein. Die Drohne backt. Hier ist er. Da ist er wieder. Ich weiß nicht, was mit der Drohne gerade passiert ist, aber nicht so schlimm. Ist wieder da. Wo bin ich eigentlich gelaufen? Lette Horde. Ja, da fahren wir jetzt nach Norden, Nordwesten und werden dort die Quest machen, aber da auch den Händler besuchen. Und unterwegs brauchen wir Sprit. Das heißt, wir müssen in jeden Fall Sprit besorgen, weil die Chemie haben wir noch nicht. Und da brauchen wir noch 11 Bücher. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber Skillpunkte haben jetzt 3. Damit können wir dann mal auf Stärke, auf ihr Wahrnehmung skillen. Und sind jetzt auf Stufe 10. Damit kriegen wir unseren Altstoffsammler hoch. Wir bekommen jetzt den Speermeister auf 5 und den Scharfsinnig auf 3. Und können uns auf bestimmte Durchbohrer zum Beispiel machen, Durchspießer und so weiter. Und können uns noch ein bisschen mehr in die Richtung bewegen, aber wir können jetzt auch Elektrik machen, um da halt auch mal besser zu werden. Genau. Dann danke ich euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns drüben bei der Quest, bei der Befallenen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder da einschaltet, wo ich dann bin. Wo auch immer ich dann bin. Bis dann. Ciao.